Kann man uns beide sehen? Ich denke. Es ist hier gerade Gülle-Hochsaison und wir beiden sitzen ja in der Küche. Und machen für euch ein Video. 15 Minuten Schnitt. Weil letzte Tage kam schon ganz oft, sag doch mal was von der Düngebedarfsermittlung und Planung und Co. Und das machen wir jetzt für euch und dann zeigen wir euch gleich direkt, wie wir rauskommen. Güllefass ist schon voll, das haben wir mal im Vorfeld schon voll gemacht und jetzt geht's los hier. Und zwar geht es ja bei der Gülledüngung oder bei der Düngung generell darum, dass wir einen Bedarf ermitteln und dass wir wissen, was wir da machen. Wir haben ja draußen den Pott mit 2500 Kubikmeter ungefähr Gülle. Den haben wir ordentlich durchgemischt und haben dann eine Probe gezogen, die ausschaut wie folgt. Seht ihr das hier? Das ist unser Ergebnis der Probe, 3,3 Gesamtstickstoff, 2,3 verfügbarer, pflanzenverfügbarer Stickstoff, Phosphor sind wir bei 1,76, Kali 3,2 und so weiter und so weiter. So, das ist das, die Basisdaten, die wir haben und dann haben wir Pflanzen, die den Bedarf und den Entzug haben. Auf der Fläche, wo wir fahren, direkt vor der Haustür, da ist die Gerste drauf und die wird jetzt mit der Gülle zugefahren, beziehungsweise wird damit gedüngt. Dann kann ich mal zwischendurch was sagen. Ja, und dafür haben wir halt eine Düngebedarfsermittlung gemacht. Wobei folgendes rausgekommen ist. Was ist mein Job hier? Du klingst viel entspannter als ich. Also, wir arbeiten hier mit der Ackerschlagkartei. MyFarm 24. Würde ich an dieser Stelle sogar kurz empfehlen. Was sagst du dazu? Ja, eigentlich ganz. Ganz logisch, ist komplex. Ganz logisch, ne? Ja, logisch, komplex, aber ist gut. Genau, das ist die MyFarm 24, da arbeiten wir jetzt schon ein paar Jahre mit. Und hier sind wir quasi auf den, erstmal auf dem Schlag, Schlagdaten, was wir alle so machen. Dann die Fruchtfolge ist hier eingegeben, Hauptfrucht, die Wintergerste. Und hier sind wir in der Düngebedarfsplanung. Gemacht haben wir Planung schon am 22. Rotes Gebiet ist es nicht. Rotes Gebiet hieße, wir dürfen 20% weniger. Oh, 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 20% weniger Stickstoff düngen. Dann haben wir die Gerste, das ist der Basistrag 70 Doppelzentner. Wir haben aus dem letzten Jahr 15 Kilo Abschlag. Das ist super langweilig, aber wir fahren gleich noch Gülle. 15 Kilo Abschlag durch organische Düngung. Vorfrucht war Silomais, hat also keine Einwirkung auf die Düngung. Eine Zwischenfrucht hatten wir nicht, weil die Gerste eine Winterung ist. Hier haben wir die Ergebnisse der Bodenproben aus den letzten Jahren. Und das ist der Entzug der Ernte. So, das ist jetzt einmal die Planung, die theoretische. Dann haben wir hier eine Düngeermittlung. Da klicke ich mal eben drauf. Also jetzt seht ihr hier unseren Gesamtbedarf, 180 Kilogramm. Ich mache das ein bisschen größer. Dann haben wir Nmin. Das sind die Werte an Stickstoff, bodenverfügbaren Stickstoff. Der wird ermittelt durch die Landwirtschaftskammer. Da gibt es Richtwerte, die haben wir jetzt eingesetzt. Wir können natürlich aber auch eigene Nmin-Werte machen. Aber ich glaube, dass das einfach von der Menge zu viel wäre und unseren. Auch zu teuer, oder? Und zu teuer. Und der Aufwand ist einfach zu groß, das denke ich auch. Und da kann man, glaube ich, besser auf Durchschnittswerte zielen, weil wir dann einfach einen besseren Schnitt haben. Unsere Flächen sind ja auch nicht homogen. Und dann hast du eine Probe, die für einen kurzen Bereich was aussagt, aber mehr, glaube ich, auch nicht. So, dann haben wir hier halt die Abschläge. Und jetzt kommen wir auf den Düngebedarf von 147 Kilogramm Stickstoff auf 71 Kilogramm Phosphor auf 125 Kilogramm Kali und Magnesium. So, und jetzt haben wir hier die Optionen, die Möglichkeiten, da mal mit zu spielen. Wir haben jetzt 45 Kilogramm Kubikmeter Gülle eingeplant. Wir rechnen den ganzen Spaß mal. Dann sind wir hier bei 103 Kilogramm durch die Gülle. Bei 79 Kilogramm durch den Phosphor. Oh, schaut mal. Wir müssen noch ein bisschen weniger fahren. Das ist immer so ein Spielchen hier, genau. Seht ihr? Also wir dürfen Phosphor maximal in Zug düngen. Also da reichen da schon die 40 Kubik. Ich hätte gedacht, dass wir höher fahren können, Jan Hörg. So, 40 Kubik. Passt also perfekt. Jetzt seht ihr das hier unten, dass wir eigentlich voll im Bedarf sind. 147 Kilogramm Stickstoff fahren wir drauf, 70 Kilogramm Phosphor. Beim Kali sind wir bei dieser Düngemaßnahme 5 Kilogramm drüber. Aber Kali ist überhaupt kein Problem, weil Kali kein problematischer Nährstoff im Boden ist. Und Kali haben wir auch vom Ergebnis relativ gute Werte. Phosphor war immer ein bisschen problematisch durch die ganze intensive Tierhaltung. Ja, Schweinehaltung ist nochmal sehr phosphorhaltig. Aber da ist in den letzten Jahren viel passiert. Weißt du noch warum?
Durch NP-reduzierte Fütterung oder? Genau, stark, sehr stark, sehr, sehr stark, super, sehr, sehr stark. Also in der Fütterung hat man echt eine Menge gemacht, gerade was Phosphor-Kali angeht, Stickstoff-Phosphor angeht, sorry, durch eine verbesserte Proteinquelle, verbesserte Proteinausnutzung, dadurch weniger Stickstoff und im Phosphor auch ganz, ganz viel. Weil Phosphor, reiner mineralischer Phosphor, kann vom Schwein lange nicht so gut aufgenommen werden, wie der Phosphor, den wir jetzt einsetzen. Die Verbindungen sind andere. Und da gibt es noch ein Zauberwort. Phytase. Genau, Phytase nutzt die. Der Jan Hennack ist kurz vor der Prüfung, der hat nicht drauf. Phytase verbessert die Phosphoraufnahme im Tier ganz gewaltig. Und wir merken mittlerweile, dass die Gülle, ich würde mal grob schätzen, 20% weniger Phosphor und Stickstoff hat als noch vor 3-4 Jahren. Also die Gülle wird richtig dünn. Ihr habt ja gerade gesehen, wir haben 3, so und so viel Prozent Gesamt N und wir waren auch schon bei 5. Man muss aber auch hinzusagen, dass es eine Mischgülle ist, weil die Fragen werden gleich kommen. Eine Mischgülle aus, wir müssen raus, ne? Wir haben noch 9 Minuten. Eine Mischgülle ist aus meiner Saungülle, Ferkelgülle, Bullenstallgülle und auch einen kleinen Anteil von Ankes Dierrest. Da ist verdammt viel Kali drin und das pimpt unsere Gülle so richtig. Deswegen haben wir einen richtig geilen Nährstoffdünger, Vollnährstoffdünger, der sich auch gut verarbeiten lässt. So, der Jan Hinnack ist jetzt voll im Geschäft drin, hier, big im Business, weil er, wie lange fährst du jetzt heute schon, Gülle? Seit heute Morgen, ne? 10, ne? Und ein bisschen da war noch. Ah, kurz die Bilder genießen hier. Und auf der Fläche fahren wir jetzt. Und auf wie geht's? Unser 718. Eigentlich für dieses Fass in unseren Gefilden hier Flachland mit Schleppschläuchen vollkommen ausreichend. Wenn wir die Scheibenmagenta haben, wird es ein bisschen haarig, aber kein Problem. Kommen wir mit klar, genau. Kurzer Ausstattungshinweis: Das ist Jan Hennack. Das ist ein Spursystem, wo wir so ein bisschen die Mengen mit aufzeichnen, um die genauen, Flächen zu erfassen, die wir fahren, um auch wirklich die Menge richtig hinzukriegen. Wir haben überhaupt keine Erfassung dran, das klappt aber echt gut. Also Mengenerfassung, da Bildschirm für Kontrolle der Schleppschläuche, da haben der Schaltkasten und jetzt wird der Jan euch die Luft ablassen vom Reifendruckregelsystem. Macht er nichts. Hier hat er schon gefahren. Ich steige ihm ab und dann zeigen wir mal, wie wir ausklappen. Du kommst klar. Ja, ganz vorne, genau. Und ich renne dann gleich hinterher, ne? Wow! Okay, wir lassen die Luft jetzt runter, weil sich dann die Aufstandsfläche der Reifen massiv verbreitert. Da kommen die Schleppschläuche. Wir gehen jetzt auf 1,0 Bar runter. Und kann man vielleicht gleich zwischendurch mal sehen, die Lauffläche verlängert sich einfach massiv und dadurch haben wir wesentlich weniger Bodendruck. Ah, das ist natürlich jetzt eine harte Nummer hier. Live, fast live, muss ich ja jetzt hier alles umbauen. Wir haben ein Vakuumfass, da oben ist die Pumpe drauf und die Pumpe ist einfach mit einem Pneumatikstempel umschaltbar. Das gehen wir von der Kabine aus. Früher war es so, dass man zwischendurch immer absteigen musste und die Pumpe umschalten musste. Mega lässig. Und das sind Sachen, die vergisst man auch schon mal. Ja, Jan transitiert sich jetzt hier gerade auch rein, weil das die letzte Bahn ist. Und die letzte Bahn fahren wir immer von der Ecke aus, weil wir dann mit dem Anstückel nachher überall Gülle haben. Das Vorgewende machen wir meistens 2 Tage später, dann können wir vorne durch die Gülle fahren und alles ist gut. Genau. Andersherum kommen wir nämlich nicht in die Ecke rein, weil dann müssten wir auf die Straße fahren. So, da geht's auch schon los. Schau mal auf die Reifen. Spulen wir eben 2 Minuten zurück. Und jetzt könnt ihr schon sehen, wie viel die Lauffläche sich verlängert hat. Genau, und der Hinnack. Jetzt ist das Güllefass auch, also die Räder auch auf Normdruck. Okay, Grabenabstand 1 Meter. Das können wir diskutieren. Ich weiß nicht, ob das hier als Graben zählt. Ich muss jetzt mein Handy rauszücken, weil die Kamera schon wieder leer ist. Ich mache aber direkt weiter am Handy.
Ich weiß nicht, ob das als Graben zählt. Nein, es zählt nicht als Graben, weil wir haben hier keinen typischen Bewuchs. Wir haben hier außer Pfandflaschen haben wir hier nichts drin. Von diesem Graben müssen wir keinen Meter ableiben. Wenn wir aber Gräben haben, die hauptüberwiegend der Zeit wasserführend sind oder wo nur ein grabentypischer Bewuchs drin ist, dann müssen wir auf jeden Fall zwingend dann einen Meter von ableiben. So. Also ich bin ein Vollprofi, was das angeht. Ich habe die Kamera nicht geladen. Ich werde aber jetzt gleich aufs Handy umsteigen. Das haben wir schon mal gemacht. Das klappt eigentlich ganz gut. Ich filme schon mal parallel mit, dass uns da nichts in die Hose geht. So. Wir haben das Güllefass oder beziehungsweise die Pumpe läuft auf 1000er Zapfwelle. Und der Zapfwellenschutz ist im Arsch. Ich weiß, den müssen wir reparieren. Wir fahren jetzt den Trecker mit 1100 Umdrehungen. Und das reicht vollkommen aus, um hier die 40 Kubik rauszukriegen. Jetzt muss ich gucken, dass ich auf den Trecker komme, ohne dass ich mir irgendwas breche. Könntest du mal die Tür öffnen? Sehr freundlich. Weil ich habe schon wieder die Kamera leer, ich Otto, ey. So, ich habe gerade gesagt, wir fahren 1000. Was ist denn die? Wo ist denn die? Sorry, 1031 Kubik. 1031 Umdrehungen fahren wir. Wir fahren 40 Kubik. Genau. So schaut es ja aus auf dem Gerstenschlag. Unser Gerstenschlag erholt sich so langsam. Habe ich ja in den letzten Videos schon gesagt. Das ist die Fläche, wo ich vermute, dass wir da einen leichten Spritzschaden hatten durch das Herbstherbizid oder Frühjahrsherbizid von Mais letztes Jahr. Soll ich noch was sagen? Ich habe letzte Nacht, glaube ich, nur 3 Stunden geschlafen. Das merkt man vollkommen an meiner Konzentration. Ich rede oft Schwachsinn, aber heute ist das noch mehr. Genau. Wir haben jetzt gerade noch mal den Fußweg gewagt hier. Wow. Weil es hier am Graben an der Straße relativ nass war. Und ja, wir haben uns aber dazu entschieden, doch zu fahren. Ich guck mal, was die Räder sagen. Ja, mach die Tür bitte nicht zu. Okay. Und nein, liebe Kinder, ihr dürft nicht während der Fahrt aufsteigen und abspringen, nur weil das der böse Onkel macht. Das ist verboten. Also echt tippitoppi. Da seht ihr vor dem Reifen, wie das ein bisschen aufwalzt, aber alles im grünen Bereich. Also da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Nur so nah an der Straße, sich festzufahren, das sind Sachen, die gehen überhaupt nicht. Nehmen wir, was es lästig ist, es sieht auch jeder und du wirst bei jeder Gelegenheit darauf angesprochen. Und deswegen vermeide ich das immer komplett. So, wir haben noch 2 Minuten. Wow. Was wir jetzt nicht mit drauf kriegen, jetzt ist das ist Batterie leer. Was wir nicht mit drauf kriegen, Janinak, ist wie du das Fass füllst. Warte, jetzt muss ich mal gucken. 2 Minuten, okay. Und jetzt musst du nur sagen, was dir am Güllefang gefällt. Das ist eine ganz entspannte Tätigkeit, ne? So nebenbei. Kann man mal ein paar Tage machen. Ja, der Vorteil ist ja, du bist nicht im Stall, ne? Ja. Also der Janek kommt aus dem hohen Norden und da ist die Gülle, glaube ich, nicht so wichtig wie bei uns, oder? Lange nicht. Also auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Nicht ganz so wichtig. Warte mal, wir zeigen mal kurz, welche Tasche geklappt. Ja. Also jetzt müssen wir mal ganz kurz zugeben, aufgrund der kaputten Kamera, wenig Akku und meiner Schusseligkeit habe ich gerade ganz kurz das Handy hier gestoppt. Ich habe gedacht, ich kann es vor euch verbergen, aber es klappt nicht. Wir haben ganz kurze Zeitspann drin. 15 Minuten mit einem Minischnitt. Sorry. Und Hinak hat gerade das Gestänge eingeklappt. Und ich zeige euch mal ganz kurz was. Mach es einmal ganz kurz aus und wieder rein. Nein, ganz kurz, aber hoch und wieder rein. Also das ist sichern. Und zwar. Okay, wieder rein. Und zwar ist das Gestänge ja halt breit. Und auf der Straße wäre es natürlich aber. Und deswegen ist es hier gesichert. Da sichert das rein in dieser Tasche. Und ich sage den Azubis oder beziehungsweise den Mitarbeitern immer, wenn ihr das Ding eingeklappt habt, einmal kurz ausklappen, wieder einklappen. Das hat er jetzt gemacht. Dann kann man sehen, ob es richtig drin ist. Weil Horrorvorstellung wäre ja letztendlich, wenn das Ding auf der Straße ausklappen würde und irgendeinem Menschen dabei was passieren würde. So. Wir waren noch nicht ganz fertig geworden. Also du bist auch gerne im Stall, glaube ich, ne? Ja, doch. Also darf ich... Oh, guck mal, hier ist nass! Nass? Ja, nass her. Also darf ich gleich auch noch ein bisschen fahren? Willst du gleich fahren? Nee, will nicht fahren.
Aber ich habe schon für Ersatz gesorgt. Ersatz? Ja, Ersatz. Für welchen Ersatz denn? Warte mal, wer fährt noch gerne Gülle? Lass uns mal überlegen. Maike könnte ich theoretisch fragen, ja, aber die habe ich nicht gefragt. Was soll ich Janis sagen? Ja, Janis, der wollte gleich noch ein Stündchen fahren oder zwei, dann kannst du dich morgen früh wieder relativ zeitig auf den Weg machen zum Beispiel. Ja. Ist so ein Deal, oder? Okay, wir beenden an dieser Stelle 15 Minuten ohne Schnitt. Füllen kriegen wir eh nicht mehr drauf. Sorry für diesen kleinen Aussetzer mit dem leeren Akku und der gestoppten Aufnahme auf dem Handy. War mal wieder voll scheiße von mir. Aber ich hoffe, dass ihr uns treu bleibt und beim nächsten Mal wieder zuschaut, wenn es 15 Minuten Schnitt heißt, 365 mal irgendwas oder auch mal so mal wieder ein Video mit Drohne. Oh, das wäre cool. Oh, das wäre geil, oder? So ein schönes Video. Oh, das machen wir. Wochenende oder so. In Siedlungsnähe. Ciao.